Eigentlich sollte unser Gastspiel an der Alten Försterei für ihn die Rückkehr an alte Wirkungsstätte werden. Stattdessen arbeitet er jetzt daran, möglichst bald mit seinen Jungs wieder zocken zu können. In der ersten Match der Folge des neuen Jahres begleiten wir Grischa Prömel bei seiner Reha und sprechen natürlich auch über den anstehenden Gegner. Los geht's! Mach gute Fortschritte, von dem her geht es mir dementsprechend auch gut. Wenn alles gut läuft, kann ich nächste Woche auf dem Platz ein paar läuferische Sachen machen. Und das bringt mich natürlich immer näher an die Mannschaft ran. Wir haben schon gesehen, Ball ist auch schon wieder im Spiel. Das ist doch eigentlich das, was jeder Fußballer haben will in der Reha, oder? Ja, aber beim Nightsee kommt der Ball nicht häufig zum Einsatz. Vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ihr heute mit der Kamera da seid. Nee, klar, natürlich ein bisschen Abwechslung tut dann auch gut. Wenn der Ball dabei ist, macht es natürlich deutlich mehr Spaß. Fühlst du dich denn soweit gerüstet für das, was jetzt kommt? Ja, wir bauen peu à peu auf. Ich habe jetzt viel auf dem Alter G gemacht. Das ist eine Laufbahn, wo man das Körpergewicht wegnehmen kann. Da machen wir ganz gute Schritte. Und ja, der logische nächste Step wäre dann das Laufen auf dem Platz. Wir machen jetzt schon kleinere Sprünge, schauen, wie der Fuß drauf reagiert. Von dem her sind wir da, glaube ich, voll im Plan. Jetzt am Wochenende geht es für die TSG an deine alte Wirkungsstätte, an die alte Försterei. Wie bitter ist es, dass du nicht mitwirken kannst? Wie sehr nervt dich das, frustet dich das? Ja klar, das war natürlich eins der Spiele, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Deswegen habe ich auch gesagt, fliege ich trotzdem mit als Support. Will mir das Spiel natürlich gerne anschauen. Freue mich natürlich auch auf die ganzen Leute, die ich vor Ort noch kenne, die mal wiederzusehen. Von dem her, ja, wird es ein cooles Event. Als ein Spieler, der beide Teams ganz gut kennt, gibt es für dich so einen Favoriten in dem Spiel am Wochenende? Ja, natürlich hoffe ich, dass wir das Spiel ziehen. Ja, das steht ja außer Frage. Wird kein leichtes Spiel, weil Union Berlin einfach extrem schwer zu bespielen ist. Die sind immer so kompakt, arbeiten so gut zusammen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gut trainiert haben, haben uns gut darauf vorbereitet und ja, werden das Spiel hoffentlich gewinnen. Ilas hat die Wintervorbereitung mitmachen können, ist eigentlich wieder sehr, sehr gut im Saft. Was glaubst du, wie viel kann er der TSG-Offensive jetzt in diesem Spiel gegen Union bringen? Ja, ich glaube, dass er ein extrem wichtiger Spieler für die ganze Mannschaft ist, weil er einfach unglaubliches Tempo hat, fußballerisch darüber hinaus noch gut ist. Und gerade gegen Union Berlin wird es wichtig sein, hinter die Kette zu kommen, also die tiefen Laufwege. Und wenn man da das Tempo von dem Ilas in der Mannschaft hat, tut man sich da natürlich leichter. Ich habe jetzt von den Jungs schon gehört, dass er sich richtig gut gemacht hat im Training. Und ich glaube, alle freuen sich, dass er wieder mit an Bord ist. Drückt mal die Daumen, dass es ja eine erfolgreiche Rückrunde wird. Jetzt schon wieder ein Ball am Fuß. Der Typ ist einfach eine Maschine. Liebe TSG-Fans, zwei englische Wochen stehen vor uns. 5 Spiele in 14 Tagen. Das heißt nicht nur Schwerstarbeit für die Jungs, sondern natürlich auch für uns hier am Schreibtisch. Aber für euch machen wir das sehr gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.